Wegen diesem Thema sprechen. Ja. Wenn man das passiert ist, dass Imam ein bisschen, also Imam kleiner geworden ist als Anfang. Ja. Und einfach ist Imam weg. Ja. Gehst ja nicht Moschee, du betest nicht, fängst da die durch nachzudenken, ja. Und nachher, merkst du, dass es gut ist und du kommst ja wieder und machst deine Salat nochmal wieder. Natürlich ist das, natürlich Allah, das wird nur Allah wissen. Wir wissen nicht. Richtig. Und das mit dieser Taube, muss man Taube machen. Wann wird das Allah akzeptieren? Allah weiß. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Weiter zu beten, wenn einer falsch gemacht hat. Na. Soll man weiter beten, wenn jemand sündigt und sündigt? Natürlich. Ja. Allah Azza wa Jal sagt, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Bedeutet, wenn man richtig betet, unterstreicht das. Wenn man richtig betet, wirst du abgehalten von den üblen Sünden, Alkohol und so weiter und so fort. Wenn du richtig betest. Aber wenn du so betest, das ist kein Gebet. Aber wenn du verstehst, was du sagst, und du denkst darüber nach, dann dein Herz muss sich natürlich ändern. Ja, und dann musst du ein bisschen Nachgebet machen. Du weinst, du bist beeinflusst, du merkst, du lebst falsch. Ja, wer fünfmal am Tag betet, der kann kein Alkohol trinken. Verstehst du, was ich meine? Und selbst wenn, dann nicht jede zwei Minuten, sondern er denkt nach und dann versucht er und wird schwach. Und er versucht, er gibt sich Mühe. Das ist ein Unterschied. So, das heißt, das Gebet hält ab von Schändlichen und Abscheulichen. Aber wenn du das Gebet lässt, was ist mit dem Schändlichen und Abscheulichen? Dann ist der Weg frei. Und du siehst das, Wallahi al-Azim, die Leute, und ich frage euch, die das Gebet verlassen haben, sind sie schlimmer geworden? Ja. Ja oder nein? Ja. Sie sind noch schlimmer geworden. Nur mit einem Unterschied jetzt, dass sie ganz genau wissen, was sie tun. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Siehst du auch eine andere Ayah? Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Hast du denjenigen gesehen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Wa adallahu Allahu ala ilm. Und Allah hat ihn mit seinem Wissen in die Irre geführt. Vorher, er wusste nicht, dass es falsch ist mit Alkohol und Zina und Zinsen. Er wusste nicht. Dann Allah hat ihn recht geleitet, der hat gebetet. Dann lässt er den Weg, aber jetzt weiß er, dass Zina haram ist. Weiß er, dass man nicht die Gebete verlassen darf. Jetzt macht er alles mit der Aqidah. Das heißt, es gibt da noch mehr Strafe. Ne? Wal-Iyad, natürlich. Wa adallahu Allahu ala ilm. Und Allah hat ihn in die Irre gehen lassen mit was? Jahl oder ilm? Mit Wissen. Nicht mit Unwissenheit. Das ist ein Unterschied. Das ist sehr gefährlich, das Thema. Na? Deswegen muss man an dem richtigen Weg festhalten. Wallahu ta'ala.